Eine E-Mail mit wirrem rechtsradikalen Wortschwall, Absender Alice Weidel. Doch ist die E-Mail echt oder, wie die AfD sagt, eine Fälschung? Die Spitzenkandidatin der Alternativen für Deutschland bezeichnet die Mail als unfassbar. 2 Wochen vor der Bundestagswahl werde ich wirklich nicht über jedes absurde Stöckchen springen, das man mir hinhält und diese plumpe Kampagne auch noch selbst befeuern. Ob sie zu Urheberchef der Mail eine eidesstattliche Versicherung abgeben würde, lässt Weidel offen. CSU-Generalsekretär Scheuer greift die Volkswirtin an. Hinter ihrer pseudobürgerlichen Fassade verstecke sich die Ideologie einer Reichsbürgerin. Die AfD von Gauland, Höcke, Meuthen und Weidel ist in Wahrheit eine Lügenpartei, die die deutsche Staatsordnung ablehnt und bekämpft, so Scheuer gegenüber Welt. Die Rechtspopulisten liegen derzeit in Umfragen bei bis zu 11%. Doch wer rassistische und demokratieverachtende Mails schreibe, gehöre nicht ins Parlament, sagt SPD-Vize Ralf Stegner. Da ist man sich mit der CDU einig. Das, was in dieser E-Mail steht, ist ja eine ganz klare Absage an unseren Staat, an unser demokratisches System. Das macht einem nicht nur Sorge und Angst, sondern das zeigt, wenn solche Gedanken eine Mehrheit bekommen, dass unser Land dunkle Wolken bekommt. Unterdessen kippt Justizminister Maas zusätzlich Öl in die AfD-Debatte. Er bezeichnet ihr Wahlprogramm in Teilen als verfassungswidrig und meint damit etwa Forderungen nach einem pauschalen Verbot von Minaretten und Muezzinrufen.